Hallo ihr Lieben, es ist wieder soweit. Die Weihnachtszeit fängt an und damit die Weihnachtsbasteleien. Ich habe heute nach dem Zufallsprinzip mal ein paar Sachen rausgesucht, mit denen ich heute basteln will. Also drei Kartenrohlinge, weil wir werden Weihnachtskarten basteln. Ein paar Steine, weil die Farbe des Tages ist Gold. Ein paar Cut-Dies, Kartenaufleger und Sprüche, wo ich noch nicht weiß, was wir davon verwenden werden. Eventuell hole ich da auch noch was nach. Und einen Designpapierblock in Schwarz, Grau, Weiß, Gold, weil ich denke, das passt ganz gut dazu. Für dieses Jahr gibt es auch noch eine kleine Besonderheit. Ich mache an einer besonderen Aktion mit, wo verschiedene kreative Leute sich zusammen einen Adventskalender erstellen. Also jeder schickt 25 Mal ein was ein. Also ich schicke zum Beispiel 25 Karten ein und am Ende wird daraus ein Adventskalender gemacht, sodass jeder dann 25 individuell gefertigte Sachen hat. Und da mache ich dies hier mit und freue mich aufs Basteln. So, jetzt legen wir aber erstmal los. Für meine erste Karte nehme ich den grauen Hintergrund und da hatte ich mir schon was ausgedacht, weil ich wollte gern diesen Kartenaufleger verwenden. Dann als Motiv hier in die Mitte die Stiefelchen und dann mit 3D-Dingern eventuell das wieder drüber. Das ist mir jetzt aber etwas zu viel, also machen wir was anderes. Ich nehme euch heute wie schon oft beim kompletten Prozess mit und wir werden sehen, ob was bei rumkommt oder ob ich noch mal andere Materialien holen muss. So. Ich habe letztens eine Karte online gesehen, die war eigentlich ganz pfiffig gemacht. Da war vor Hochkant Designpapierstreifen gemacht und dann waren die Motive in der Mitte, aber dafür sind meine Motive ein bisschen groß. Aber ich habe gerade eine Idee damit. Und dafür brauchen wir als erstes Designpapier. Ich nehme jetzt, ich schaue mal, ob ich was Graues habe, vielleicht was Grau-Goldenes. Das Grau-Goldenes habe ich nicht, aber ich denke, das mit den Sternchen passt vielleicht ganz gut. Ah, das ist vielleicht ein bisschen wild. Ich nehme, glaube ich, das hier. Ja, ich glaube, das passt gut. Als erste Schicht. Und davon schneiden wir jetzt erstmal einen Streifen aus. So, den machen wir vielleicht mal so und so. Oh, ich muss erstmal meinen Hebelschneider freiräumen. Ich bin mit den Vorbereitungen für die Weihnachtsbastelsachen noch nicht allzu weit, deswegen muss ich jetzt immer ein bisschen improvisieren mit dem Material, was ich schon vorbereitet habe. So, das wird unser erster Streifen. Und dann nehmen wir noch ein zweites Designpapier. Ich denke, da nehme ich dann was Graues. Vielleicht da das mit den Sternchen.
Und das schneiden wir nochmal schmaler zu. Aber genauso hoch im Prinzip. So, jetzt schieben wir das einfach mal nach Gefühl hier in so ein Stück rüber. Markieren uns das. Dann haben wir hier im Prinzip schon einen sehr schönen Unterbau. Und den klebe ich jetzt erstmal auf. Und dann überlege ich mir, ob ich das im Hoch- oder Querformat nehme und welches Motiv ich dazu nehme. So, schön mittig. Dann wirkt dieser Effekt am besten. So, ich habe natürlich hier rund um mich herum die üblichen Tools liegen, also Stempel und so weiter, wenn wir da noch was machen wollen. So, jetzt kommt mir gerade eine Idee. Das breit genug ist und das ist tatsächlich. Da muss noch ein Stück ab. Dann mache ich das nämlich hier und dann mache ich da die Socken fest. Und dann nehmen wir die Socken als Motiv. Für die Socken, damit die nicht so eintönig sind, nehme ich jetzt einfach ein bisschen Stempelfarbe und fange an, das so ein bisschen Weihnachtsfarben zu bearbeiten. Also fange an mit einem Grün und schaue ich mal. Ich habe glaube ich noch ein schön dunkles Grün. Das ist ein schön dunkles Grün. Das ist sogar metallic. Und dadurch, dass das halt gold embossed ist, Gesundheit, passiert auch nicht viel. Zweite Farbe, dann nehme ich mir aber einen anderen Wischer. Da habe ich schon einen mit Rot. Aber da kommt nichts mehr runter. Mal gucken, ob ich hier ein Rot drin habe. Da habe ich was Rotes. Nehmen wir hier noch Rot mit dazu. Stehen. Und mit den zwei Wischern mache ich hier oben auch das Feld, wo dann der Stempel kommt. Aber ich glaube, ich stempel es erst, damit ich weiß, wie groß ich es machen muss. Jetzt kleben wir erstmal die auf. Dann schaue ich mal, was ich an Weihnachtssprüchen zum Stempeln habe.
So. Und dann suchen wir hier so einen schönen Weihnachtsbogen raus. Achso, da muss ich woanders schauen. Die Weihnachtsstempel habe ich woanders. Ich hole die kurz und dann. So. Ich glaube, ich habe schon einen passenden. Ach, komm. Ach, manchmal kleben die echt verdammt. So. Dann nehmen wir wieder mein Nuvo. Und dann wünschen wir eine magische Weihnachtszeit, also Ferienzeit, Holiday Season. So, und da gehe ich jetzt nochmal mit den Wischern ein bisschen drüber. So, erst mit dem Rot. Dann nehme ich gleich hier das Glitzergrün. Und dann würde ich gerne noch ein paar Steinchen verteilen. Ich gucke noch gerade, in welchem Gold. Ich glaube, das Gelbgold ist schöner. So, 6 Stück sollten reichen. Ich will es auch nicht übertreiben. Einfach so. Zwei da. Vielleicht zwei hier unten. Ich glaube, das reicht sogar schon. Und damit haben wir, glaube ich, auch schon unsere erste Karte. Ich schaue mal, ob ich hier die Farben noch ein bisschen. Ich hätte es gerne noch ein bisschen dunkler, das Rot. Jetzt. Und dann gehe ich auch noch mal mit dem Grün ein bisschen rein, weil das dunkle Grün ist ein schönes Tannengrün, das möchte ich noch ein bisschen mehr haben. Es darf das Hellgrün ruhig ein bisschen mit durchschimmern, aber primär möchte ich doch das hier. So, ich glaube, das ist unsere erste Karte. Die erste Weihnachtskarte der Saison. So, dann das nächste Motiv. Ich hätte gerne unbedingt gerne was damit gemacht. Aber ich glaube, haben wir auch ein Designpapier dahinter und einen guten Weihnachtsspruch. Wobei, das machen wir anders. Wir machen kein Designpapier dahinter. Wir machen die Kanten. Wir machen die Kanten von dem Kattei Grün und dann nehmen wir ein Designpapier, stempeln da drauf, schneiden das aus und färben das mit demselben Grün ein.
Diesen Cutter habe ich übrigens mal mit einem Plotter ausgeschnitten. Der war auf irgendeinem Bogen drauf. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das eine Verpackung war oder Cutter ist selber. Es könnte sein, dass das eine Stempelverpackung war. Aber dieses Stempelset habe ich nicht. Ich habe aber auch mal einen Schwung Verpackung gekriegt, um die zu upcyclen. Oder es war auf einem Designpapier-Pad mit drin. So, jetzt ist nur die Frage, welchen Rohling nehmen wir? Und nehmen wir ihn im Hochformat oder im Querformat? Ich finde ihn fast im Querformat schöner, weil dann haben wir hier mehr Platz, dann wird das nicht so gedrängt. Und ich finde das mit dem Grau schöner, weil Grau ein bisschen neutraler ist. Das passt so auch nur gerade so dahin. So, jetzt hatten wir bei dem anderen ja diese zwei Goldpärchen über. Die möchte ich auf jeden Fall eins hier in die Ecke. Und eins hier in die Ecke. Ich finde, das hat einfach immer was, wenn man so ein bisschen 3D-Objekt noch mit drin hat. Und dann gucken wir mal im Designpapier. Ich möchte hier was relativ Schlichtes jetzt haben, aber ich glaube, da kommt nur eins in Frage. Und zwar das hier. Und jetzt können wir eigentlich auch etwas größeren Spruch nehmen. Ich möchte aber nicht, dass es zu eng wird. Guck mal, it's Gnome Time. Das passt doch zu dem Gnome, der da. Der da hockt. So, it's Gnome Time. So, wo ist mein schwarzes Inkpad? Oh, ich glaube, das macht nur Outlines. Dann nehme ich gleich einen Stift und mal das aus eventuell. Mal gucken, wie dick die sind. Ja, ich glaube, das male ich schnell aus. Bei eins nach dem anderen. Jetzt machen wir erstmal hier den Hintergrund. Wieder in grün und rot, weil unser Motiv ist auch grün und rot. Ich mache mal ein bisschen weitläufiger. Ich muss es ja dann noch ausschneiden. Eigentlich nicht gut im händisch Ausschneiden von sowas, deswegen nehme ich da meistens den Plotter für. Aber für so Kleinigkeit geht das schon.
So. Ja, da unten ist noch ein bisschen viel. Da schneide ich noch mal eine Ecke aus. Ich habe jetzt bewusst auch zwischen eckig und rund gewechselt, weil ja auch die Schrift da wechselt. Hier oben ist auch noch eine Ecke zu viel. Jetzt brauche ich einen schwarzen, dünnen Stift. Ich habe hier Gott sei Dank meinen Alkoholmarker. Dann malen wir das schnell. Aus. Okay, schnell wird es wohl nichts, weil es doch ganz schön filigran. Ich hätte mir einen Feinliner holen sollen. Aber ich finde, das wirkt dann viel besser. Für diese Karte. Ich glaube, ohne Ausmalen geht es ein bisschen unter. Auf dem Designpapier. Da hätte ich auf weiß stempeln müssen. Hätte ich tatsächlich auch neben mir liegen gehabt, habe ich nicht dran gedacht. Naja, aber das Designpapier gibt auch so ein bisschen was Verspieltes da rein. So, jetzt nicht unkonzentriert werden. Oder ungeduldig. Kennt ihr das, wenn ihr was macht, was eigentlich nicht geplant war, was ein bisschen länger dauert, dann werde ich manchmal ein bisschen ungeduldig. Und dann passieren die ganzen kleinen Fehler. So, aber das hätten wir. Können wir es direkt mit aufkleben. Und dann schaue ich mal, ob ich noch mehr von den Goldpinnipseln dazwischen klebe. Aber tatsächlich möchte ich es auch nicht übertreiben, weil auch wenn die Karte jetzt sehr schlicht wirkt, weil es sind ja nur zwei Elemente, wenn du mal das jetzt zu zubaut, wirkt die nicht mehr. Weil das Motiv schon so viel erzählt. Na, ich glaube, ich lasse die so. So, und dann kommen wir zum Schwierigsten, weil meine guten Motive schon weg sind. Zu der hier. Ich würde gern irgendwas noch mit so einem machen. Und wahrscheinlich nee, das passt nicht dazu. Bräuchte jetzt sowas ganz. Erstmal packe ich den Stempel weg. Bräuchte jetzt so ganz, was ganz Weihnachtliches, was ganz Kleines, was ich da rundherum arbeiten kann noch. Oder einen anderen Kartenrohling.
wo das alleine mehr wirkt. Ich schaue gerade mal in meiner Weihnachtskiste, ob ich was habe. Das ist Silber, das ist nichts. Ich hätte noch dieses Goldband. Was wäre, wenn wir das machen im Grundaufbau wie die erste Karte, dann dieses Goldband, dann mit einem Designpapier das nochmal absetzen? Ich meine, das wären sehr viele Schichten, aber ich glaube, das ist das, was am besten wirkt am Ende. Und von den Designpapieren her nehme ich, glaube ich, das mit den Tannen. Und zum Drüberkleben das Dunkle. So, dann schauen wir erstmal von der Breite her. Machen wir erstmal die obere Schicht. Ungefähr bis hier. So, von der Länge muss wieder der 1 Zentimeter ab. Schauen wir mal. Ne, passt. So, da kommt jetzt das hier drauf. Das wird gleich sehr filigran beim Aufpuzzeln. Sowas hätte ich jetzt gern vom Plottern, so eine Transferfolie. Aber da ich nicht mit Folien plottere, habe ich in der Regel auch keine Transferfolie da. Ich habe ein Stück verloren. Nein, 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 nein. Okay, das war nichts. Das ist mir zerrissen. Zweiter Versuch. Also wenn ihr da Tipps für mich habt, gerne in die Kommentare damit. Die ist halt auch nicht leicht zu handeln. Ich hätte gern so gern. Den Anfang. Komm schon, ich brauche den oberen Teil.
weißt schon wir. Ich glaube, ich habe es noch gerettet. So. Jetzt schaue ich mal, ob ich erstmal diesen Teil fange mal ein bisschen weiter drüben an. So, das hier ist die eine Schneeflocke, die mir gerade Probleme gemacht hat und sich wieder gerissen. So. So geht es einigermaßen. Also jetzt immer stückchenweise abziehen. Und aufpassen, dass es nicht wieder zerreißt. So. Ich habe hier schon wieder eine halbe Schneeflocke verloren. Ich schneide das jetzt einfach da erstmal ab. So, die eine Seite haben wir. Ich meine, wir müssen es ja nicht in einem Stück machen, weil der große Vorteil ist, ich will ja in der Mitte sowieso was drüber kleben. Also schauen wir jetzt, dass wir auf der anderen Seite noch was, noch ein Stück hinbekommen. Das ist echt saublöd. Schön, wenn ich in Zukunft die Schneeflocken einzeln daraus schneiden und verwenden und nicht mehr versuchen, es als Band zu verwenden. Jetzt hängt es an der letzten Flocke. Jetzt habe ich irgendwie was runter. Jetzt schaue ich, dass ich das hier... halbwegs drauf kriege. So. Ist zwar eigentlich auf dem Kopf, aber ist mir jetzt egal. Wahnsinn. So, das wird hier die erste Schicht. Um den Hintergrund ein bisschen aufzupeppen. Das glaubt meinem auch keiner. Die Hauptarbeit bei dieser Karte war, das Washi auf die Karte zu kriegen, die nur den Hintergrund aufpeppt. Aber ich finde den Effekt toll. So, dann schneide ich hier raus erstmal ein Quadrat, was ein bisschen größer ist.
So, das kommt dann da so oben drauf mit ein bisschen Überlapp. Finde ich eigentlich gar nicht schlecht. Und dann kommt von den dunklen noch mal eins, was nur so ein bisschen größer ist als unser Motiv. Um das noch mal zu wiederholen, aber ohne Glitzerschneeflöckchen. So, so rum oder das anders rum? So, hier nochmal gucken. Ich glaube so rum. Und dann nehmen wir aber das weihnachtlichere Motiv. Und das klebe ich jetzt auf. So, und dann das Hauptmotiv. Das ist übrigens sehr zufällig, weil das kommt aus zwei völlig verschiedenen Bastelsets. Perfektes Grün vom Hintergrund aufgreift. Und jetzt setzen wir auch hier noch zwei oder vier Goldpärchen in jede Ecke eins von dem Quadrat. Und dann haben wir auch die dritte Karte fertig. Ich schneide hier noch ein bisschen das Überstehende ab. Ich muss auch mal meine Kleberschere rausholen, die ist für sowas noch besser. Und dann haben wir das auch verbastelt. Und worüber ich mich besonders freue, dass wir eins von diesen Quadraten verbastelt haben. Weil diese Quadraten sind aus einem Kartenbastelset vom Action, das eigentlich nur als Vorschaubild dient für die Karte, die man eigentlich laut Set basteln soll. Ich bastle aber die Sets nicht nach Vorlage, sondern ich bastle die Sets ein bisschen freier. Und dann bleiben diese Vorlagen halt übrig und die verbastle ich halt auch mit. So, ansonsten bleibt mir jetzt nichts zu sagen. Ich zeige euch nochmal alle drei Karten. Hier nochmal die Snowtime und hier nochmal die hier. Genau, wenn ihr mitbestimmen wollt, was auf diesem Blog oder diesem Kanal passiert, schaut in den Community-Tab rein bei YouTube. Ich habe immer mehrere Umfragen und Fragen dort drin, wo ihr mit abstimmen könnt und mitentscheiden könnt. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, ihr ein bisschen inspiriert wurdet, lasst ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Das hilft mir, dass der Kanal ein bisschen wächst und mehr Leute davon mitbekommen. Und ja, ansonsten bleibt mir nur zu sagen, ich wünsche euch wie immer einen schönen Tag, einen schönen Nachmittag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann!